Folge 270 von Simotrans. Ja, wir sind in Floto gerade unterwegs und jetzt müssen wir mal schauen. Letztes Mal war hier nix bei Floto, aber bei Waldeck war was. Ah, doch, hier war ein Haus, habe ich ja ganz vergessen. Gut. Das bedeutet, wir müssen da doch noch eine Haltestelle basteln, die dann hier hinter ist. Straße, diese Straße. Achso, vielleicht, ja, obwohl. 1, 2, 3, 4, also 1, 2, 3, 4. Das bedeutet so und so. Na komm schon. Und ja. Ein länger. Weil wir da erst den machen und dahinter kommt dann der Postkasten. Passt. So, dann müssen wir mal schauen. Wer fährt hier? Stadtbus Floto Süd und das sind schon zu viele. Floto Ost haben wir noch. Ah, Ost geht. Nord ist auch schon wohl voll. Dann nehmen wir Ost. Ist ja egal. Thomas Edison. Okay, das ist der Wechselbahnhof und das ist eine Einzelstation, ne? Ja. Dann fahren wir erst hier hin. Und dann, wo ist das neue? Da oben. Dann passt es. Dann haben wir die Linie aktualisiert und läuft. Gut, kann zu, kann zu. So, das haben wir. Hier unten war ja sowieso nichts. Selbstgebaute Straßen sind das ja. Hier beim Wasser geht nichts mehr. Doch da wäre noch eine Kachel, wo ein Haus gebaut werden kann. Aber das ist nicht da. Da ist Feierabend und hier gibt es, glaube ich, nichts. Tiefland, genau, passt. Gut. Dann ist das da geklärt, dann gehen wir jetzt nach Waldeck. Waldeck ist aber schon hier. Ne, das gehört noch zu Floto, da ist schon Waldeck. Aber hier ist noch alles abgedeckt. So, hier unten haben wir, da haben wir. Hier rechts ist nichts. Da oben war es jetzt hier, da muss noch was hin. Wir haben hier, wir haben da. Das heißt, hier müssen wir weiter nach da oben ziehen. So, Straße. 1, 2, 3, 4. Machen wir so, oder? Und machen wir so. So, dann der dahin. Ja. Und der Postkasten daneben. Ja. Schließen, kurz hier gucken. Waldeck Ost. Karl-Marx-Straße ist das, also A, B, C, D, E. Ein F geht noch hin. Karl-Marx-Straße ist, das heißt, wir fahren erstmal den an und dann suchen wir die Karl-Marx-Straße. Waldeck Städtisches Rathaus ist da. Wo ist die Karl-Marx-Straße? Nützt nix, müssen wir hier vorne anklicken, ne? Da ist die Karl-Marx-Straße, okay. Dann, und dann geht's wieder in den Malerweg. Passt. So, wenn noch was ist, dann müssen wir das neue jetzt machen, oder es gibt noch eine andere. Ach ja, hier links ist ja auch noch was. Da ist noch nichts dran gebaut. So, das bedeutet hier, das werden wir dann da auch machen. So ist es. Einmal die Haltestelle, passt. Und einmal den Postkasten daneben, passt auch. Gut. So, und dann haben wir hier die Ostgeschichte, die jetzt voll ist, weil wir da oben was da gebaut haben. Dann haben wir Waldeck West noch. Ist aber genauso voll. Mitte ist auch schon voll. Bahnhof Rathaus. Wo ist denn das? Oh, knapp daneben ist auch vorbei. Aha. Waldeck, der fährt vom Rathaus bis nach da. Und fährt auch da hinten hin. Rabengasse. Und dann wieder nach da. Okay, dann können wir da einfach noch hier
Linie ändern wählen. Karl Marx. Geht's einmal noch dahin und dann nach Karl Marx. Dann passt das da auch. So, können wir schließen. Und dann sind wir hier durch. Keiner hat was gebaut in der Zwischenzeit, oder? So, sieht gut aus, oder? Hier oben war auch nichts, ne? Nein. Okay, dann würde ich sagen, Karte aufmachen. Hier oben haben wir angefangen, ne? Hier oben haben wir angefangen. Sonst gibt es keine Orte. Wir sind einmal so rum. Hier war ja nichts, ne? Also hier war schon was, aber... alles abgedeckt. Ja, würde ich sagen. Gut. Das ist doch schon mal schön. Jetzt wollen wir hier mal reingucken. Marge liegt bei 26%. Fahrzeugwert sind 130. Wir haben ein Gesamtvermögen von 58. Ja, wäre schön, wenn wir dann natürlich mal irgendwann ins Plus kämen. Hier sind es noch 15 Miese. Betriebsgewinn ist 1,8. Wie dingens haben wir denn? Juni. Bruttogewinn sind 800.000. Einnahmen 16 Millionen, Ausgaben 11. Damit haben wir 4,7 Millionen plus. Da haben wir neue Fahrzeuge und Ausgabenbau. Und Bruttogewinn ist dann Minus. Weil die vielen Fahrzeuge natürlich dann noch drin sind. Ja, aber wenn wir jetzt da nichts mehr machen, ne? Haben wir eigentlich ein Headquarter? Ah, haben wir. Das brachte ja auch ganz viele Fahrgäste, ne? Oh, sieht aber schick aus. 4 und 3 ist es da, okay. Firmensitz modernisieren. Oh, jetzt habe ich das gemacht und... oh. Das war jetzt nicht so eine tolle Idee, oder? Wow. Das hat mich jetzt wahrscheinlich einen Haufen Asche gekostet. Oder? Nee, sieht nicht so aus. Aber vielleicht im nächsten Jahr oder so. Kann man immer noch modernisieren. Naja, lassen wir erstmal. Wie ist denn jetzt hier der Wert? 5 und 5, okay. Pumogel hat es gemacht. Alles klar. Der schreibt uns ja öfter mal hier einen Kommentar. Rotes Rathaus oder was ist das? Krass, oder? Steht das hier? Hauptquartier 4. Ja, will ich jetzt auch nicht weiter ausbauen erstmal. Nicht, dass mir das Geld kostet, aber kann mir bestimmt irgendwer auch verraten, ob das so ist. So, Flugplatz ist klar. Ja, jetzt müssten wir wieder gucken. Nee, da war falsch. Da ist richtig. Warte, den machen wir nochmal zu. Und hier. Und Gewinn. Und der macht ganz viel Minus. Weil er jetzt auch nichts. Doch, 87 Paletten, 60 Paletten. Fährt sogar was. Okay, das ist hier in Radolfzell, ne? Ja. Ja, müssen wir mal gucken, wie das hier wird, ne? Da hat wieder ein Zug hier die Bahnschranken nicht hochgekriegt. So, können wir hier... ach shit, das war falsch. Das war richtig. So sieht es jetzt besser aus. Brauchen wir gerade nicht die Abdeckung mehr, ne? Ja, der fährt jetzt miese ein, ne? Paletten zurück nimmt er nicht mit. Wer will denn kein Mehl haben? Hier muss so einer Mehl haben, oder? Die Bäckerei. Lieferanten? Was liefern die denn hier? Ach so, da gibt's auch Gerste wahrscheinlich von, ne, oder? Weizen machen die, okay. Da kommt aber nichts an und da läuft auch gerade nichts. Okay, es läuft nichts zu, weil hier sind schon Unmengen an Weizen und Gerste da. Und Mehl ist auch reichlich da. Und Abnehmer ist die Bäckerei.
Und die Bäckerei ist am Produzieren und hat Mehl ohne Ende. Aber würde bald wieder was laufen. Zucker. Ja, und hat keine Eier. Sind aber welche unterwegs. Ist das hier ein Eier-LKW? Wäre einer, aber passiert nichts, oder? Der hat keine Waren. Ah, der hat hier Eier. Der hat auch Eier. Was hat er hier? Geflügel, oder? Ja, hab jetzt sogar gefahren. Da gibt's auch Geflügel. So, das geht hier hin, ne? Ja, wird hier unten verkauft. Hier könnte man noch ein bisschen was machen, ne? Eier gibt's da auch gar nicht. Sorry. Wieso hat denn der Geflügelhof keine Eier, die hier hingebracht werden? Sind doch Eier. Futter ist da, könnte auch noch mehr sein. Marktplatz ist der, ne? Ja. Ist keine Eier da. Warte, wir müssen nicht hier auf den Hof gehen. Wir müssen auf den Dingens gehen. Und dann gucken wir die Verbindung an. Marktplatz. Eier werden angeliefert. Das ist die Kühlung. In der Kühlung gibt es keine Eier, oder? Nee, nur Geflügel. Die Eier kommen auf Paletten, die brauchen auch nicht gekühlt werden. Die sind ja 21 Tage, glaube ich, sowieso haltbar, weil, ne, Küken braucht so lange und deswegen braucht man nicht kühlen, ne, weil da muss die Nahrung ja sozusagen im Ei auch so lange halten. LKW Bier Adenau. Hier gibt's gar kein LKW hin, würde ich jetzt mal sagen, oder? Das ist ja blöd. Ja, dann müssen wir, warte mal, aber die Kühl-LKWs kommen ja vom Geflügelhof, ne? Da müssen wir mal die Linie angucken. Ja, da sind auch keine anderen drauf, ne? Nein. Dann müssen wir auf die Geflügel-Adenau, müssen wir mal ein paar Dingens hinbringen. Aber lass mal gerade schon mal nochmal reingucken. Da fahren ja so viele. Hier und wo ist er jetzt? Auf dem Hinweg. Hat aber nichts drinne. Und die anderen haben ja auch nichts drinne. Also schon drinne, aber nicht voll. So, der hat jetzt abgeliefert. Weißt du was? Den schicken wir jetzt zum Depot. Der brauchen wir nicht mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass die anderen das auch so schaffen, ne? Was liegt denn hier? 20 Geflügel, mehr nicht. Geflügel Adenau und wir müssen nach Radolfzell hin und da mal einen Paletten-LKW hinzubringen, der dann die Eier da transportiert, ne? Da gibt es ja direkt so einen Eier-LKW. Naja, diesen hier zum Beispiel, ne? Und der braucht den dahinter? 80 km, 12 Paletten. 80,12 Paletten. Welche sieht denn besser aus? Ich glaube der da, ne? 63, 62. Der ist ein Cent billiger. Na komm, dann kriegt er den dahinter. Haltlänge. Zwei Wagen, mindestens eine Haltlänge passt. Dann machen wir mal drei. Ah, ich jetzt nicht... Das war jetzt wieder doof. Shit. Geflügel Adenau. Starten. Eier-Adenau, Geflügel-Adenau muss der drauf. Starten. Geflügel. Starten. So. Jetzt gibt's da auf dem Markt auch Eier. Wo ist der Markt da?
Ah ja. Hier steht ja irgendwie was von Paletten, ne? Aber hier ist ja keine Anlieferung, oder? Das Bier von hier. Aber ist nichts drauf, ne? Haben die denn hier Bierabnehmer? Ja. Aber es kommt nichts. Dann. Warum fahren die dann die ganze Zeit, wenn hier doch nichts abgeholt werden kann? Ah, warte mal. 13 und 12, 25 Paletten, der ist voll. Ist noch die Frage, was er macht. Der fährt erst zurück. Dann brauchen wir ja nur hier gucken, ob hier genug Bier ist. Ja, da ist genug für Adenau nicht. Doch, Marktplatz Adenau, hier ist es, glaub, der ist es, glaub. Okay, dann passt das ja. Der müsste jetzt gleich was kriegen hier, volle Ladung, oder? Sehen wir, wenn er gleich im Fahrstreifen ist. Zack, voll, passt. Und die mit den Eiern sind auch schon voll. Passt also auch. Wo fährt denn da jetzt die Eier hin? Ja, wieso hat denn der jetzt schon Eier drauf? War der. Den habe ich doch gerade erst drauf gemacht, oder? War der schon so weit nach. Nee. Backbahn, ach so, der hat. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ach, das ist eine falsche Linie hier. LKW, Bier, Adenauer. Hä? Backbahn und Eier haben die drauf. Ach so, für den Rückweg wahrscheinlich. Alles klar, passt. Aber wir wollten ja die Geflügel. Geflügel, Geflügel. Adenauer, da wollten wir mal gucken. Hier unten. Wo ist er? Er ist ja schon fast am Hof. Oh, wartet in der Schlange, war klar. Mach mal zu. Mach mal zu. Na gut. Der war sowieso veraltet schon, okay. Wenn wir auch aus muss, dann können wir Helden, ne? Naja, jetzt ist egal. Er hat jetzt Eier? Ne, hat Backwaren. Toll, oder? Ist genau das, was ich wollte, dass er jetzt Backwaren fährt, ne? Nein, er sollte eigentlich Eier fahren. So ein Shit. Und hier ist jetzt Stau. Ist alles voll. Ja. Dü. Stau ist immer doof, ne? Wenn es da einen Stau gibt, ne, dann bauen wir ein paar Halteboxen ein. So passt es doch wieder, oder? Das zu. Und jetzt können sie da auch hinfahren, ne? Kein Stau mehr. Super. Der hat auch schon Eier geladen, aber nur auf dem Anhänger oder was? Gar nix. Vorne ist nichts drauf. Warum fährt er jetzt nicht die Eier dahin? Versteht wieder keiner, ne? Mann, 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 Mann. Hier werden noch Eier gebraucht. Steht immer vorne 0. Lese ich was falsch? Eigentlich nicht, oder? Hier werden sie aufgebraucht und es gibt nichts hier. Der Importeur ist als einziges angeschlossen. Komisch. Ja, würde ich sagen, kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Was mir noch gerade einfällt, ich glaube, Freund Hein war das. Der fragte nach, der möchte ein ICE 4
malen. Ne? Und da soll er sich doch mal im deutschen Forum da reinlesen. Da gibt's dann da Unterkategorien mit Grafik und so, Comic 192 oder 192 Comic und 128 Grafikpack da. Da sind Leute dabei, die immer aktiv sind und die können dir da weiterhelfen. Ne? Mach das mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.